11 hat sein erstes Erstligator erzielt und trotzdem, wir haben die Paraden gesehen. Patrick Berger, was löst der Name Sasso Fornetti in Ihnen aus? Sehr gut. Zu gut heute. Ja, wie viel Freude bleibt denn über diesen ersten Treffer übrig, wenn man trotzdem als Verlierer vom Platz gehen muss? Ja, sehr viel Freude bleibt nicht über. Ne? Also vor allem erste Halbzeit, den hätte ich besser schießen können, aber zweite Halbzeit. Aber 3 Minuten später schon der Ausgleich durch die Leobner, die nicht nur tapfer gekämpft haben, Andreas Herzog, wie Sie gesagt haben, sondern die sich auch die Chancen herausgespielt haben. Und der 25-jährige Patrick Berger macht sein erstes Saisontor in der Liga. Ja, man muss sagen, die Leobner haben sich die Möglichkeiten gut herausgespielt, aber es war natürlich auch unter kräftiger Mithilfe für mich von Innenverteidiger. Situationen gerettet, vor allem gegen Patrick Berger. Aus Hälfte 1 sehen wir diese Möglichkeit, da stand es 1:1, das wäre die Führung gewesen, wo er glänzend reagiert. Und dann sehen wir noch Szenen aus der zweiten Hälfte, wo er also jedes Mal beim 2:1 quasi den Sieg für seine Mannschaft erfolgreich verteidigen konnte, Andreas. Ja, man sieht das. Also das Leoben in ihrer Situation ist das Beste aus ihren Möglichkeiten gemacht hat. Sie haben wirklich ein tolles Spiel abgeliefert beim Titelfavoriten, haben sich selber nicht belohnt und sind einerseits auch an Fornetti gescheitert. Hier ist wieder. Das war die beste Möglichkeit, wo man Berger vielleicht gar keinen Vorwurf machen muss, sondern eher Fornetti einfach gratulieren muss. Super Reflex mit dem rechten Fuß, also den hält nicht jeder Torhüter. Das sieht man in der Hintertorkamera noch viel besser. Nur der Johanna, der Abwehrchef, steht rechts draußen irgendwo auf der Tribüne und das darf einfach nicht. Thank you.